Scheiß NSA. So, herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. Der Alltag beginnt. Wieder einmal. Ist echt so ein bisschen langweilig jetzt, ne? Sag ich ganz ehrlich. Ja, ich helfe dir. So, da hast du. Schnauze. Und da hoch. Je verrückter es in dieser Stadt wird, umso mehr beweist es, dass Augustin recht hatte. Conduits und Menschen können nicht zusammenleben. Es ist zu entschieden, zu gefährlich. Ich meine, sehen Sie es aus deren Sicht. Wenn ein Mensch einen schlechten Tag hat, schlägt er ein Loch in die Wand oder schrottet sein Auto. Bei einem Conduit endet ein schlechter Tag mit zweistelligen Opferzahlen. Conduits sind einfach eine ganz andere Gewichtsklasse als Menschen. Ich bin nicht wie Augustin. Ich habe keine große Vision, wie das alles mal sein soll. Aber ich weiß, ich will mein Leben nicht damit zubringen, meine Nachbarn zu terrorisieren oder in einem anderen Lager zu verrotten. Wieder kaputt. So, haben wir es dann geschafft. Na, eine Drohne noch. Na, markier doch den Shit. Ups. Hey. Ich nehme mal die Abkürzung. Quer durch die Stadt. Ist das ein Club? Krokodil. Gut. Oh, ernsthaft? Nein! Hört auf zu protestieren, sonst protestiere ich auch gleich. So. Dann geht's zur Missy. War ich nicht. So, ich nehme noch ein bisschen Rauch mit. Dass wir voll ausgeruht ins nächste Level starten können. So.
Banner, Mann. Voll lahm, oder? Tut mir leid, Mann. Wurde aufgehalten. Pass auf, es gibt da diesen durchgedrehten Bioterroristen, der... Ja, ich hab's gehört. Und können wir bitte das B-Wort weglassen? Was? Bioterror... Ja, das Wort hat das DUP bloß erfunden, um den Leuten Angst vor den Conduits einzujagen, Mann. Pass auf, wie du ihn auch nennst. Lass ihn uns einfach finden und sehen, was er uns über Augustin verrät. Und seine Kräfte anzapfen. Okay, von mir aus. Und seine Kräfte anzapfen. Ich sag's dir, das funktioniert. Okay, es gibt eine Leiche an der 5. Ecke Briar. Überprüf das, aber versprich mir, dass du dich im Hintergrund hältst, ja? Okay. Gehen Sie zum nahegelegenen Tatort und spinnen Sie den gefährlichen Konduit auf. Ihr lernt's aber auch nie. So, einmal alle. Hör zu, Delson, da werden Polizisten am Tatort sein, okay? Keine DUPs. Ich unterstütze dich, aber Cops umbringen. Schon gut, schon gut. Ich schalte meine Phaser auf Betäuben. Was ist das denn? Na? Okay, ich hab auf dich gehört. Ich bin an deinen Freunden in Blau vorbei. Danke. Aber was nützen einem Rauchkräfte, wenn man sie nicht benutzen darf? Ah, so kenne ich meinen kleinen Bruder. Ja, Alter. Ich hab das Opfer entdeckt. Das war eindeutig ein Conduit. Sehr auffällig. Okay. Du musst ein paar Fotos A promise machen key. Und sie mir zuschicken. Alles, was uns einen Hinweis geben könnte. Hier, die Wunden. Was für eine Kraft das wohl gewesen ist. Ein Feuerstoß oder ein Laser. Oh, vielleicht ein fleischfressender Todesblick. Oh Mann, einen fleischfressenden Todesblick hätte ich auch gerne. Auch wenn der Typ, der das war, ein oberster Conduit ist, wissen wir immer noch nicht, ob dieses Kräfteübertragungsding funktioniert. Naja, wenn's klappt, wird mein erstes Opfer der, der den Namen Bannermann erfunden hat. Bruder, vergiss das doch endlich mal. Okay, das Foto ist unterwegs, aber ich glaube, er hat geblinzelt. Der blinzelt nicht mehr. Reg, ich höre Sirenen, Mann. Ja, ich seh mal nach. Ja, das DUP hat das Gebiet abgeriegelt. Ich hab den Seattle Cops geraten, sich fernzuhalten. Das muss der Conduit sein. Ich seh mal nach. Sieht geil aus. Alter, wie viele? Ausschalten? Mit dem Hubschrauber. Wahrscheinlich wird es da vor DUPs nur so wimmeln. DUPs mit Schießbefehl. Wow, ich bremse deinen Optimismus nur ungern, aber... Deine Gesichtsdaten hey. Was über das erste Opfer ausgespuckt? Nein, nichts. Das Opfer ist nicht aktenkundig. Er aussah, hätte ich auf ein, zwei Drogenfestnahmen getippt.
glaube, das war nicht geplant. Jetzt muss ich alle töten. Scheiße, sind das viele. Zu spät gesehen, den Kollege. Ah, ich sehe nichts. Ich brauche auch. Da hinten. Kacke, das war echt eine scheiß Idee, die hinterher zu laufen. Ich könnte dort, wo die jetzt sind, meinen Superangriff machen. Nein, es heißt den Conduit. Mann, und viel Glück dabei. Zack. Bleib doch mal still. Wir haben das Ziel gesichtet. Hurensohn. So. Künstlerisch begabt ist er. Also, dieser Conduit hat echt einen eigenen Stil. Sowas wie Nouveau gestört. Okay, ich brauche... Lass mich raten. Gesicht und Wunden. Wenn's keine Umstände macht. Okay, bitteschön. Wunden kommen sofort. Nicht nötig. Ich hab schon einen Treffer. Der Typ ist ein Drogendealer. Ellenlanges Vorstrafenregister. Such nach seinem Stoff. So erfahren wir vielleicht, warum der Schütze ihn ausgewählt hat. Heilig! Was heilig? Dersin, alles klar? Ja, ich hab den Schützen. Ich folge ihm. Sei vorsichtig. Sehr origineller Rat. Wow! Warte, spieß mich nicht auf. Ich komme in Frieden. Die Alter ist die Hardcore. Waren wir da oben nicht schon mal? Alles gut, alles gut. Ich bin einer von euch. Ich meine, einer von uns. Hey. Mal langsam. Ich will dir nichts tun. Ja, vor allem, wenn du nicht langsamer wirst. Alter. Stopp. Komm zurück. Nett, dich kennenzulernen. Hast du ihn? Nein, er ist abgehauen. Total schnell. So richtig schnell. Conduit schnell, Mann. Vergiss den fleischfressenden Todesblick. Das will ich.
Nicht gierig werden. Aber irgendwie war das komisch. Kurz vor jedem Schuss ist das Neonschild hinter ihm aufgeflackert. Ist bestimmt seine Energiequelle. Geh zurück zum Schild, vielleicht findest du was. Das sagst du mir jetzt? Du müsstest sehen, was der Typ drauf hat, Mann. Wie Laser oder sowas. Wäre echt cool, diesen Move drauf zu haben. Und dann noch den Rauch, wenn ich Augustin treffe. Langsam. Erst müssen wir ihn wiederfinden. Also die Kraft gefällt mir. Gut, da oben ist es. Dann sehen wir mal in der nächsten Folge, was uns dort erwartet.